Hi Friends, welcome back zu einem wunderbaren Video. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, dass du mir wieder zuguckst bei meinem Quatsch, den ich hier den ganzen Tag fabriziere. Und heute geht es einmal um Sternchensuchti. Ich habe mir gedacht, ich guck mal, was ich alles von ihm habe und wir verwandeln das alles in ein wunderbares Video. Wenn du das nicht verpassen willst, bleib auf jeden Fall dran. Wir sehen uns sofort wieder. Welcome back! Da sind wir wieder. Hier waren wir noch nicht so oft und zwar ist das mein Painting-Tisch. Ne? Wir sitzen hier in meinem Wohnzimmer, nicht am Küchentisch unten, weil ich habe hier oben Schubladen, wo alle meine Sachen drin sind und ich hatte einfach keinen Bock, sie runterzuschleppen. Ich nutze die ruhige Minute, Stunde, was ich gerade habe, um euch einfach ein bisschen zu zeigen, was habe ich in den 2 Jahren oder 1,5 Jahre, na, ich glaube, es sind ungefähr 1,5 Jahre, wo ich Daniel jetzt kenne, was ich alles schon von ihm habe. Und ich muss sagen, Leute, das ist schon einiges. Ich muss mal schauen, ob ich noch weiß, wo ich das alles her habe, aber das finden wir auf jeden Fall raus. So, den allerersten Turm, den ich mir gegriffen habe, sind die Burgschiffchen. Ich habe gleich noch einen Korb, da sind noch mehrere Sachen drin. Ich war aber zu voll, die vorher zu sortieren. So, und zwar sind das die Burgschiffchen. Die sehen deshalb so, oder heißen deshalb Burgschiffchen, weil sie halt aussehen wie eine Burg hier mit den Türmchen. Und der Clou ist, man sieht es ja schon hier wunderbar, dass man diese Schiffchen übereinander stapeln kann. Mehrere Farben, ja, habe ich davon mittlerweile angehäuft. Manche haben einen weißen Boden, manche haben keinen weißen Boden, also einen neutralen Boden zum Schiffchen. So, ja, habe ich sie damals gekauft. Also das sind einer meiner ersten, diese beiden. Ich meine sogar, das sind die ersten, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das sind die ersten, die ich bei ihm damals erworben habe. Er lacht heutzutage immer noch, wenn er sagt, ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals bei ihm bestelle oder bei ihm kaufe oder was auch immer. Und ja, einmal bestellt und dabei geblieben. Die finde ich sehr, sehr cool. Also das ist noch der Burgschiff von der ersten Generation. So wie sie halt, wie gesagt, damals waren. Und ja, auch damals waren sie schon richtig cool. Und Blau ist ja meine Lieblingsfarbe. Und ich habe mir damals halt gedacht, ich nehme einmal ein etwas helleres, also dieses Blau. Und diese Variante für helle Steine. Na, also ich variiere das immer. Heller Boden, da kommen meine dunklen Steine rein. Dunkler Boden, da kommen meine hellen Steine rein. So mache ich es immer. Jeder hat also sein. Was auch ganz cool ist, jedes Schiffchen hat hier vorne so einen Stopfen. Na, also hier kommen die Steine rein, die kann man ein bisschen schütteln. Und dann kann man hier vorne aus der Öffnung die wieder in das hier in die das Döschen. Na? Da kann man das wieder zurückschütten. Und ja, finde ich immer eine coole Sache. Ja, damit keine Steine rausfallen. Wenn man mal ein paar mehrere Steine hat, kann man die vorne Stopper reinmachen und dann ist hier vorne die Lücke zu und dann kann kein Steinchen herauspurzeln. So bekommt ihr die aktuell nicht mehr in seinem Shop, weil wie gesagt, das ist die erste Generation. Ich sage euch gleich die zweite Generation, die ihr allerdings nicht bei Daniel in seinem Shop aktuell findet, sondern die findet ihr bei B-Creation. Erzähle ich euch aber gleich ein bisschen mehr. So, wie gesagt, man kann sie übereinander stapeln. Das fand ich, oder finde ich halt immer noch mega cool. So, dann hat er irgendwann begonnen, die Böden heller zu machen. Ne? Gerade für die hellen, für die dunklen Farben kann man das von den Kontrasten her mega cool. Achtet hier nicht auf die Stopper. Ich habe die Stopper, wer weiß wo, irgendwo rumfliegen. Manchmal passen sie so wie hier nicht zueinander oder ich habe sie gar nicht mehr. Aber dafür habe ich genug Stopper. Ne? Dann hat er auch hier oben die Türmchen auch in weiß eingefärbt. Ne? Und das, nee, ich glaube, das war das erste, was ich von ihm hatte. Was mit diesem, genau, der Boden ist auch weiß, also der komplette Boden ist weiß, die Riffen sind hier blau. Das war das erste Schiffchen mit der Veränderung, die er damals gehabt hatte. Ne? Also das Design ist gleich, nur er hat die Farben angepasst und ja, ich finde das halt mega.
die Flächen hier oben wunderbar weiß. Und ja, damals war auch noch nicht Parkdeck. Zeige ich euch gleich auch noch, dass es in dem neuen Bootschiffchen Variante 2 auf jeden Fall drin verbaut. So, dann gab es eine spezielle Variante. Die hat er, glaube ich, zum ersten Jahr, als er sein erstes Jahr seinen Shop auf hatte, gemacht. Und da habe ich die Glitzergrüne, da sieht man das Glitzer, mir gegönnt. Familiensteinchen sucht die. Und da gibt es auch noch ein schwarzes von. Das ist hier. Das ist auch so ein Schwarzglitzer. Ich liebe diese Schiffchen. Da habe ich liebend gerne rausgepaintet. Aktuell paint ich ja eher aus Garagen. Aber auch die kommen immer noch bei mir zum Einsatz. Ich liebe sie einfach. Und wie gesagt, die sind super praktisch, weil man kann sie alle oben hochstapeln, so hoch wie ich möchte. Und das hat er letztes Jahr zum Bright Months gedruckt. In den LGBTQ-Farben. Da habe ich mir natürlich auch eins von gesichert. Da kommt, wie gesagt, ein anderer Stopper dran, aber ich hatte gerade keinen anderen. So, dann habe ich hier noch eine Variante, die hat er mir mal als Geschenk mit dabei getan. Da ist allerdings der Nöppel hier unten ab, aber das ist nicht schlimm, weil er wird ja immer noch durch drei gehalten. So schön goldgrün, auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Also der passt immer noch, kann man mal dazwischen setzen. Also da fällt auch dementsprechend nichts runter. Hat die Funktion halt immer noch, nur dass da halt ein Noppen fehlt. So, da ist der goldene Stopper für das Goldgrüne. Das ist der Stopper für eins meiner allerersten Bookschiffe von ihm, von dem roten. Hier ist der schwarze. Jetzt passt es sogar schon fast. Hier ist noch so ein grüner. Der grüne, das grüne Schiffchen aus der Farbe habe ich nicht mehr. Das habe ich mal verkauft. Ich weiß gar nicht, warum ich den Stopper überhaupt noch habe. Aber ja. Und der weiß ich überhaupt gar nicht. Kann sein, dass der von der Variante 2 ist. Ja, der ist hier in Variante 2. Ja, hier sieht man, es sind halt immer noch die Noppen hier oben. Das heißt, man kann sie auch mit der Variante 1 immer noch stapeln. Aber man sieht schon, es ist ein bisschen schmaler von der Höhe her. Der Stopper ist nicht ganz so weit nach vorne, also schon da auf jeden Fall angepasst. Wenn man sie nebeneinander sieht, sieht man, dass die Rillen hier bis oben hingezogen sind und hier nicht mehr. Oben und unten sind sie auch so ein bisschen schräg, ne, sodass die Steine auch dort wunderbar sich nicht festsetzen. Und hier am Ende haben wir den, ja, manche machen, kleben sich das mit Washi-Tape ab. Ich nenne das halt immer Steinchen, Parkdeck, wie auch immer. Damit die Steine, ich kann euch das mal demonstrieren. Ich hole uns mal hier mal so ein Döschen. So. Da sieht man, Steine sitzen hier wunderbar drin. Die überschüssigen fallen nach hinten ab. Und nach hinten ist halt wie so ein Keil in diesem Schiffchen, sodass sich da nichts verheddert und man sie wieder zurückschieben kann. Ne? Hier funktioniert das tendenziell auch, aber halt nicht so schön wie bei der Variante 2. Ne? Da sieht man direkt einen Unterschied. Also, wenn, ich glaube, man kriegt sowieso Variante 2 nur noch bei ihm aktuell im Shop, auf jeden Fall die Variante 2. Besorgt euch ruhig, wenn ihr das Design feiert. Ich feiere es super, ne? Ich feiere es mega. Ich liebe dieses Schiffchen. Wie gesagt, Variante 2 kriegt ihr, glaube ich, aktuell allerdings nicht bei Daniel in seinem Shop. Die bekommt ihr nämlich nur bei Bina aktuell, bei Bee Creation 24. Verlinke ich euch auch unten in die Infobox. Ihr druckt oder hat die Dateien von Daniel bekommen, damit sie ihn unterstützt, weil er nicht so schnell hinterherkommt natürlich. Er macht das auch nur nebenberuflich. Deswegen hilft Biene ihm ein bisschen. Und ja, deswegen, das bekommt ihr bei Biene immer zwischendurch. Sie druckt und macht das auf Vorrat und verkauft es dann. Also bei ihr ist es aktuell, ich weiß nicht, ob sich das irgendwann nochmal ändert, nicht auf Anfrage. Gut, das waren die Burgschiffchen. Also, ja,
damit wir sie noch sehen können. So, dann einmal dieses wunderschöne Stück. Das Schiffchen weiß ich gerade nicht, wie es heißt. Ich blende es euch hier unten ein. Ich gucke gleich mal eben nach. Das ist ein etwas kleineres. Gerade für die Painterbox-Bilder, da wo man halt immer nur manchmal pro Feld die Farbe nur zwei Steinchen setzen muss, braucht man halt nicht immer so ein riesengroßes Schiff. Hier sieht man einmal die Unterschiede, wie groß das ist. Und dann kann man halt ein paar wenige Steine hier reinmachen. Es hat auch hier hinten wieder dieses Parkdeck. Oben und unten die Griffen, damit da nichts hängen bleibt, dass die Steine wunderbar dort liegen. Und ist hier ein Stopper dran. Also hier fehlt kein Stopper, sondern das ist ein Schiebestopper. Ihr könnt das sehen, wenn ich das aufmache. Könnt ihr da, ist es offen, könnt ihr da die Steine rausschicken. Wenn ihr es verschließen wollt, könnt ihr es einfach wieder zumachen. Es hält bombenfest und ist richtig cool, weil euch gehen halt diese Stopper hier unten nicht verloren. Das finde ich bei diesem Schiffchen super, super cool. Und ja, auch meine Farben, ne, blau, lieben wir. Gut. Dann haben wir das Rütli. Das Rütli, das bekommt ihr bei Daniel, bei steinchensucht.de und bei Painterbox. Das ist nämlich eine Kooperation mit Painterbox und steinchensucht.de zusammen. Die kriegt ihr in unterschiedlichen Farben. Schaut doch mal gerne bei Painterbox vorbei. Ich glaube, die heißen Painter-Sucht, die heißt die Kategorie auf deren Homepage. Hier ist der Stopper noch nicht integriert, sondern der ist hier oben, also nicht hier vorne, sondern der wird von hier oben eingesteckt, sodass die Steine nicht rauspurzeln. Und hierzu gibt es sogar noch einen Deckel. Wenn man schon mal mehrere Steine hier drin hat oder man macht eine Pause, möchte das Schiffchen oder die Steine nicht zurückstecken oder zurückschieben, wie auch immer, kann man hier das, jetzt triggert es mich aber. Ach, ich bin zu blöd. Man muss es hier unten, da, erst hier unten einhaken und dann hält es auch oben fest. Weil wenn hier zu viele Steine drin liegen und man möchte das zurück in das Döschen zurück, können wir ja mal machen. So, wir tun jetzt mal so. So, wir haben jetzt gepaintet, möchten das zurück, also hier zurück schieben in das Döschen. Nehmen wir erst den Stopper ab und können dann, ohne dass Steine, wenn wir nicht so blöd wären, Steine zurückschieben, ohne dass die Steine oben rausfliegen. Ja, also quasi wie so ein Rausspringeschutz. Dafür ist der Deckel oben gedacht. So. Das haben wir. Dann haben wir hier, mir ist mir gerade der Name entfallen, super vorbereitet, dieses Video. Ich blende es auch hier unten ein, wie es heißt. Oder es fällt mir gleich wieder ein. Ich weiß es nicht. So, auch hier haben wir oben so einen Stoppen. Ne? Wie beim Rütli, dass hier die Steine nicht rausfallen. Hier habe ich jetzt keinen Deckel. Ich glaube, da gibt es auch gar keinen Deckel für. Aber im Prinzip ist es dasselbe. Ich habe das aber mit Absicht hier im Dunkeln bestellt, weil hier das Rütli ist hell und das ist dunkel. Und ich liebe es ja, die unterschiedlichen Böden zu haben für helle und jeweils für dunkle Steine. So. Dann habe ich dieses hier. Das Schiffchen ist mega cool, feiere ich am allermeisten, einfach aus dem Grund, weil dieses Schiffchen heißt Hoheitsschnauzer. Er hat sich inspirieren lassen von meinem Schnörres, von meinem Oberlippenbart und hat dann dieses Schiffchen designt. Das soll halt an meinen Schnauzer erinnern, deswegen heißt er Hoheitsschnauzer. Auch hier ist ein integrierter Stopper dran und ist auch wieder ein bisschen kleiner, also ist ungefähr so groß. Das ist sogar ein bisschen kleiner als die Variante hier. So, dann habe ich den auch noch mal in Mini als kleinen Schlüsselanhänger. Damit painte ich jetzt nicht, mache ich mir auch nicht am Schlüssel dran, aber es liegt hier immer und ja, weil ich die Farbe so geil finde, dieses wunderschöne Neongrün. Ich lieb's. So, dann hat er
mir schon mal hier diese aus den Garagen, diese Handyschiffchen, glaube ich, heißen die, mal gedruckt, hier auch vorne mit so einem Stopper. Und ja, man sieht hier, es ist auch wieder so eine etwas ältere Generation, weil hier nicht dieses Parkdeck und hier oben und unten die Freifläche ist. Aber wie gesagt, kann man immer noch wunderbar mit pennen. Und ich habe hier auch die Garagen, das sind dieselben Schiffchen. Und da, wenn ich da mal eins kaputt ist oder wie auch immer, habe ich da immer welche im Vorrat. Ich habe, glaube ich, auch noch eins, da ist es. Als Pride Month. Ja, da ist auch einmal dieses Handyschiffchen her. Ja, da hatten wir ja schon einmal das Burgschiffchen. Das ist da. Und das ist ungefähr dieselbe Farbe. Da ist es in lila. Hier ist es in schwarz. Aber die Ränder sind auch in dieser Regenbogenfarbe. Was ich auch richtig cool finde, ist. Also, ich benutze ihn. Das ist das Fass. Also, das benutze ich in der Ständchenmülleimer. Das wunderbare, ja, Atomkraftfass, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall mein Mülleimer, der steht hier schon seit bestimmt einem Jahr oder so. Ist das jeden Tag mein Begleiter. So, dann habe ich, weiß nicht, ob das jemals schon mal irgendjemand gesehen hat. Ich glaube, aktuell hat er das auch gar nicht in seinem Portfolio drin. Aber er wollte es überarbeiten. Und zwar ist das ein Containerschiffchen. Das Containerschiffchen ist so aufgebaut. Hier sind die Container. Da sind die Steine drin. Und dazu gibt es dann, also habe ich mir von ihm anfertigen lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ein 8er Bausatz. Da wo man sie reinstellen kann. Und je nachdem, welche Farbe man braucht, kann man sich sie rausnehmen. Einmal das Container einsetzen, vorne die Klappe öffnen, schütteln, painten. Und das Geile ist, man kann es einfach wieder zurückschicken. Ein bisschen klopfen, Deckel wieder drauf und dann die nächste Farbe benutzen. Das hat er, glaube ich, aktuell gar nicht in seinem Shop. Aber ich meine, er wollte das überarbeiten. Deswegen, wenn es da auf jeden Fall Neuigkeiten gibt, seid ihr die Ersten, die das erfahren. Die Variante habe ich einmal in etwas heller. Ich fand das Gold damals ganz cool. Und im Pendant dazu, warte mal, damit wir es ein bisschen farblich einheitlich haben. So, habe ich dann in Schwarz und Gold. Einmal in etwas dunkleren Boden, einmal in etwas helleren Boden. Ihr kennt meine Machenschaften. Und ja, finde ich mal immer wieder gerne mit. Aktuell jetzt nicht, weil ich die Garagen habe. Aber zwischendurch benutze ich die dann doch schon mal ganz gerne. So, ihr merkt, wir sind noch nicht ganz am Ende. Und hier stehen schon so viele Schiffchen, ich weiß gar nicht, wann ich die alle im Alltag benutzen soll. Und zwar kommen wir jetzt zu meinem absoluten Lieblingsschiffchen von ihm. Und das ist das Oily Cat. Heißt deswegen so, weil es an eine Eule erinnert. Mit den beiden Augen hier vorne. So, der Clou dabei ist, es ist bei dem Set immer ein Steinchen-Mühleimer mit dabei. Ja? Und eine Halterung für die Dose. Ja, das heißt, wenn man die Farbe paintet, ist einem schon so oft passiert, hat man das Schiffchen irgendwo neben anstehen, haut es um über das ganze Bild und hier in dem Schiffchen kann man das einfach einstecken. Es hält wunderbar feste. Und ja, ist einer meiner absoluten Lieblingsschiffchen aktuell. Ne, auch hier haben wir wieder die Garage hinten oben und unten abgesetzt. Heller Boden, also genau meins. Man kann hier den Deckel drauf lassen. Man kann den aber auch einfach hier drauflegen. Dann weiß man nämlich halt immer, welches Symbol pendet man gerade. Ne, wir kennen das ja alle. Haben wir die Farbe in ein Schiffchen reingetan und ja, welches Symbol wollte ich denn jetzt gerade painten? Genau das passiert damit nicht. So. Hier unten sieht man wieder, da ist dieser Stopper drin. Das heißt, wenn ich jetzt die Steinchen ausschütten will, fallen sie nicht raus, weil der Stopper zu ist. Wenn ich den Stopper aufmache,
können wir alles wunderbar in das Döschen oder Container oder wo auch immer reinschütten. Und ich finde, das ist eine super saubere Sache. Das ist mein absolutes Lieblingsschiff, hier mein absoluter Game Changer. Deswegen habe ich euch den auch zum Schluss von meinen Schiffchen gezeigt, weil ich damit einfach meinen kompletten Alltag eigentlich mit painte. Also jetzt das Pentabox-Bild, da wo ich ständig die 200 Farben wechseln muss, da ist dieses Schiffchen einfach unabdinglich. So, was ich auch noch von ihm habe, was er selbst designt hat, ist diese Ablage für einen Stift und für eine Pinzette. Also, aber ein bisschen Werbung machen. Der Stift ist übrigens auch von Daniel. Hat er mir extra hier so Diamanten eingebaut, extra für meinen Namen und extra auch meine Farben, also in diesem Blau. Und ach, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Da kann man nämlich oben schön den Stift reintun und unten kann man hier die Pinzette reintun und es fällt einem nicht vom Tisch. Und ja, ist wieder so, brauchst du nicht, sieht aber geil aus. Und lieben wir, also ich zumindest. So, dann habe ich noch drei andere Stifte. Und zwar sind das einmal die Wizard Pens. Die Farben, das ist wieder dieses Schwarzglitzer und das Grünglitzer, das kennt ihr schon hier von den Burgschiffchen. Das ist auch aus dieser Familie Steinchensucht, die Edition. Genau, normalerweise kommt halt hier einfach, also in einer hinten vielleicht ein Mehrfachaufsetzer, also den kann man auch noch, ups, ist das, den kann man dann auch noch Mehrfachaufsetzer oder ein Schieber oder so dran tun. Das war mein allererster Wizard Pen von ihm. Ich glaube, den Wizard Pen verkauft er gar nicht mehr, also es ist sehr antik. Und den weiß ich gar nicht, wie er heißt. Den gibt es aber, glaube ich, auch aktuell gar nicht bei ihm. Paint ich auch eigentlich gar nicht mehr mit, weil ich mag eher wirklich diese schwereren, handgedrechselten Stifte mittlerweile. Wenn man sich dann schon mal so ein bisschen, was er sich die Hände eingecremt hat oder jetzt gerade im Sommer, wo die Hände einfach sowieso ein bisschen feuchter sind, wenn die Tage wärmer sind, dann sind die gedruckten ein bisschen besser, weil die sind ein bisschen rauer. Ne? Dann hat man ein bisschen mehr Griff. Aber sonst pende ich da eigentlich aktuell eigentlich eher nicht mit, sondern eher hier mit den Handgedrechseln. Gut, dann zum Schluss habe ich noch das Tagebuch von ihm. Ne? Also hier kommen wir mal ganz kurz rein. Oh Gottes Willen, das ist aber auch hier wieder. Ne? Gucci Painting. Mein Gott, wieder ist richtig peinlich. Schön gestaltet. Ne? Also ich, das habe ich ja selber gestaltet von ihm. Aber können wir erstmal über dieses Cover reden. Ich habe es damals geliebt, als es rauskam. Das ist bestimmt schon ein Jahr alt. Ne? Von den Farben her, von seinem Logo her, da hat er und V-Jules richtig, richtig gute Arbeit geleistet. Ich liebe es immer noch. Ich arbeite da sehr, sehr gerne mit. Das ist die Variante 1. Da soll es jedenfalls noch mal ein zweites von geben. Bleiben wir mal gespannt, was dann noch kommt. Wir schauen uns mal einmal an, wie es aufgebaut ist. Projekt-Bildtitel. Ne? Hier habe ich einmal eins von Diamond Art Club reingemacht. Das war der Ursprung, dass ich hier nur Diamond Art Club Bilder reinmache. Ja. Mache ich jetzt aktuell gar nicht mehr so viele, aber hier kann man den Künstler eintragen für lizenzierte Bilder. Die Firma ist hier bei Diamond Art Club, wie viel es gekostet hat, wie groß ist das Bild, wie viele Farben, wie viele Steine insgesamt, das kann man sich ausrechnen. Und hier Sonnensteine, ja, nein, in dem Fall habe ich mir jetzt selber dabei geschrieben, bei Besonderheiten des Bildes, 5 Farben. AB-Steine dezent, aber sehr genial gesetzt, habe ich mir jetzt als Hinweis nochmal aufgeschrieben. Hier unten, wann habe ich gestartet, wann habe ich das Bild beendet. Hier ist für die Sticker-Legende, warte mal, ich gucke mal eben, was da... Ne, da steht nichts drin, also eigentlich normalerweise ist das leer. Hier habe ich mir dann die Sticker genommen, die ich auf den Container geklebt habe und habe die dann... reihenweise nebeneinander geklebt, damit ich immer weiß, welches Symbol war für welches welche DNC-Nummer. Dann hatte ich mir hier mal
Sticker gekauft. Da hinten sind sie sogar noch. Ja, mal alles mal anfangen. Nichts zu Ende gemacht. Wir kennen es, wo wir die Druckqualität, Steinqualität und Leinwandqualität von dem Bild bewerten können. Was hatten wir? Acryl oder Harzsteine? Was war meine Lieblingsfarbe? Da konnte man oder kann man sich hier die Steinchen einkleben. Hier nochmal Notizen. Was hatte ich hier? Blatt auf Leinwand geklebt. Tipp Feuchttuch. Achso, da habe ich mir so ein weißes Blatt irgendwie auf mir auf die Leinwand gelegt und habe gedacht, scheiße, wie kriege ich das wieder ab? Und mit dem Feuchttuch habe ich als Tipp gesehen, konnte ich das wieder ab, also wieder wegbekommen. Erst einmal Klebefelder benutzt, klappt super. Klebefelder, das habe ich da unten mal. Aber stimmt, die Quadrate, die ich abgeklebt habe. Oh, das mache ich erst seit einem Jahr so. Ich dachte, ich hätte das schon früher gemacht. Naja. Nein. Falsch. Fake News. Einmal zurück. Das habe ich benutzt. Hier diese Cover-Kleber oder wie die heißen. Ne, die kann man auf, damit sich abdecken oder sich abkleben, eine Reihe. Und dann habe ich die immer dann weggenommen, habe gepaintet. Ja. Anstatt der Folie, die immer auf den Bildern drauf ist. Da benutze ich ja mittlerweile Backpapier. Die habe ich da das erste Mal benutzt. Ich wollte schon gerade sagen, Felder habe ich schon vorher abgeklebt. Eventuell als Geschenk für Judith. Oh, für meine beste Freundin. Judith, wenn du das siehst, schade, du hast es nicht gekriegt. Vielleicht zur Hochzeit. So, dann haben wir hier eine ganze Seite, wo wir das Datum und die Pendingzeit eintragen können. Manche mögen das, manche nicht. Ich habe immer ganz gerne mir aufgeschrieben oder schreibe mir immer noch auf, wie lange ich an einem Tag an einem Bild gesessen habe. So, und zum Letzten aber das Resümee, also quasi das Fazit. Paintingzeit 91 Stunden und dann kann man hier Endqualität, die Pixelung, Lücken, Preis, Leistung und Spaß beim Painten Sterne vergeben. Hier habe ich nur ein Sternchen bei Preis, Leistung abgezogen, aber ganz ehrlich, Qualität hat halt seinen Preis und das ist halt so. Hier habe ich noch einmal Kritik, habe ich nichts ausgefüllt und hier unten kommen die Gesamtbewertung für das Bild. Das war damals 5 Sterne. Was in diesem Buch auch noch ganz cool ist, verbirgt sich ganz hinten. Und zwar haben wir hier hoppala, alle den 10 Nummern, die es zu dem Zeitpunkt gab. Ich sage bewusst gab, weil Diamond Art Club hat nochmal eigene Farben, die es zusätzlich noch macht. Über 6000, glaube ich. Die kann man sich dann aber hier hinten ergänzen. Ne? Also sie geht halt bis, was auch immer Acro ist, keine Ahnung, aber bis Weiß. Und dann, ich weiß gar nicht, was Weiß für eine 10-Zinomat, ich glaube 6000. So, und ab dann kann man sich aber immer noch hier Farben, die dazukommen, doch mal hinzuschreiben und dann hier einfach die Steine reinkleben. Das fand ich halt ganz cool. Wenn ihr jetzt seht, hier Kackliste. Wir hatten damals eine Kackliste, wer frech ist, wer den Mund nicht halten kann, wer bösartig mal war und der kriegt hier immer einen Strich. Also ich habe mir zumindest ja, für ein oder zwei Tage immer einen Strich gemacht und wer die meisten Striche gehabt hat, der hat dann das Kackschiff hingekriegt. Ich weiß gar nicht, wer das Kackschiffchen mittlerweile hat. Ich glaube Biene. Das war ein Schiffchen, mit dem konntest du nicht pennen. Das war so ein altes Scheißdingen. Aber als Bestrafung musste der dann eine Woche lang mit dem Schiffchen pennen. Und ja, dafür war damals die Kackliste. Genau, was haben wir hinten noch? Es gehen viel mehr. Genau, hier, das sind die Partner, also Steinchensuchti und V-Jules. Die beiden zusammen, also Daniel und Manuel, haben das zusammen ja, designt, herausgebracht und das kann man auch aktuell meiner Meinung nach immer noch kaufen bei Amazon über steinchensuchti.de. So, habe ich hier noch irgendwas drin. Genau, wenn ihr mal bei Diamond Art Club bestellen wollt, ist hier der Code, war zumindest damals so VIP Group 15, ich weiß nicht, ob er immer noch gilt, ist schon ein bisschen her. Und hier hinten habe ich mir dann noch mal ein paar Sticker reingeklebt, weil es schön aussah. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Das waren so meine Artikel, die ich aktuell vom Steinchensuchti habe. Und ich bin mir ganz sicher, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was dazu. Die Tage kommt auf jeden Fall was. Da darf ich aber noch nicht von reden.
Das werden wir dann auf jeden Fall irgendwann mal preisgeben, wenn die Zeit reif ist. Wenn du das nicht verpassen willst oder auch an anderen Videos nicht verpassen willst, lass auf jeden Fall ein kostenloses Abo da. Für euch ist kostenlos, für mich bedeutet es die Welt. Ihr dürft das Glöckchen aktivieren, um immer zu erfahren, wann ein neues Video von mir online kommt. Und dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch einen bezaubernden Sonntag. Bleibt so, wie ihr seid. Habt ein wunderschönes Pfingstfest. Ich küsse euer Herz. Macht es gut. Muah.